Ja, Leute, was soll man sagen? Cyberpunk ist da, das mit Abstand heiß ersehnteste Game des letzten Jahrzehnts ist da und der Shitstorm ist gewaltig. Ich habe noch nie so einen Shitstorm mitbekommen. Es ist wirklich unfassbar, wie dieses Spiel zerrissen und zerlegt wird von allen Seiten, aus allen Lagern. Warum? Viele von euch wissen, dass mein All-Time-Favorite-Game Witcher 3 ist. Und die Macher von Witcher 3 haben auch Cyberpunk gemacht. Dementsprechend gehypt war ich auf dieses Game. Die machen nicht viele Spiele. Das ist nicht so wie FIFA, dass hier jedes Jahr ein Teil rauskommt. Die arbeiten sehr, sehr lange an ihren Games. Ja, und dementsprechend viel habe ich von Cyberpunk erwartet. Wurde ich enttäuscht, so wie anscheinend 95% aller Gamer. Dadurch ich so oft von Witcher 3 rede und auch so viel von Cyberpunk geredet habe, wurde ich jetzt von sehr vielen Seiten und sehr vielen Leuten gefragt, wie ich denn Cyberpunk finde. Und ich sag's kurz und knapp, ich bin noch nicht ganz an dem Punkt, aber ich steuere darauf zu sagen, dass das beste Spiel aller Zeiten ist. Also ich bin so unfassbar begeistert von diesem Game. Man kann es gar nicht in Worte fassen. Ich hatte im Vorfeld ein bisschen Panik, weil es halt eigentlich nicht mein Setting ist. Also das Setting von Witcher 3 ist eher so mein Ding. Fantasy, Schwertkampf, so kleine Dörfer und so. Das ist eigentlich eher mein Ding, was mir so richtig gut gefällt. Cyberpunk, ich finde es schön optisch anzuschauen, aber ein First-Person-Rollenspiel-Shooter eigentlich nicht meins. Trotzdem habe ich mich immens auf das Game gefreut, weil es halt einfach von CD Projekt Red ist und ich den Verein extrem feiere. Und ich wurde nicht enttäuscht. Ganz im Gegenteil. Also es ist eigentlich noch besser, als ich erwartet habe. Man muss aber auch dazu sagen, ich spiele das Spiel auf einem sehr guten PC mit einer RTX 3080 Grafikkarte. Ich habe weder irgendwelche Bugs noch Grafikfehler noch sonst irgendetwas. Es ist mit Abstand optisch das Beste, was ich jemals auf einem PC gesehen habe. Allein Night City und Night City, also die Stadt, in der das Ganze spielt, ist mitunter der Hauptgrund, warum ich das Spiel so feiere, weil diese Stadt einfach unfassbar ist. Sie ist so extrem gut, bis ins kleinste Detail designt. Optisch einfach nur eine Wucht. Wenn so Neonröhren auf Lederjacken treffen und nebenan aus dem Gulli raucht es noch raus. Man kauft dieser Stadt einfach ab, dass sie eine echte Stadt ist. Die lebt und atmet. Überall passiert irgendetwas. Du gehst einfach nur spazieren, dann rennt wieder irgendjemand in einen Laden rein und überfällt den. Du kannst sogar den Überfall verhindern. Hier wird irgendein Auto aufgehalten von der Polizeikontrolle, die dann das Fahrzeug durchsuchen. Hier wurde irgendwo einer ermordet. Hier wirst du von irgendwelchen Prostituierten angequatscht. Es ist so viel zu entdecken in dieser Stadt und ich kauf's dieser Stadt einfach voll und ganz ab. Also man taucht da so hinein und das ist für mich der mit Abstand größte Pluspunkt von Cyberpunk. Auf der anderen Seite haben wir das Spielerische, was halt auch einfach völlig überzeugend ist. Ich habe keinen Bock, wie ein Gestörter mit einem Maschinengewehr reinzurennen und alles niederzumetzeln. So spiele ich halt ungern. Ich bin mehr so der Stealth-Typ. Ich schleiche mich da rein, überlege, was ist der beste Weg. Ja, wenn ich den ausschalte, die Kamera hack, dann kann ich den ausschalten. Und Cyberpunk gibt dir die Möglichkeit, das zu tun. Also du kannst spielen, wie du möchtest. Du kannst wie ein Berserker du reinrennen, du kannst mit einem Katana alles abmetzeln, du kannst dich einfach hineinschleichen, hineinhacken. Es ist aber auch alles echt optimiert. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das Spiel kann alles, aber nicht richtig, sondern es ist in jedem Bereich, den es anbietet, auch wirklich sehr, sehr gut. Dazu kommt, dass du in den Bereichen, so wie du halt spielst, auch hochlevelst. Also ich, wie gesagt, ich spiele viel Stealth und es levelt Stealth halt dann auch dementsprechend hoch und man wird immer besser im Stealth. Ich finde das absolut genial gemacht. Ich finde es optisch überragend. Ich liebe diese Stadt, ich liebe dieses Spiel. Der einzige Knackpunkt, warum ich jetzt noch nicht sagen würde, es ist mein All-Time-Lieblingsspiel, sind die Missionen. Also die Story, auch absoluter Pluspunkt. Das ist die Project Red. Ich glaube, da brauchen wir nicht diskutieren. Story schreiben können die einfach. Das haben wir bei Witcher schon gesehen. Das sehen wir jetzt wieder bei Cyberpunk. Es reißt einen mit. Man will wissen, wie es weitergeht. Man hat hier und da verschiedene Möglichkeiten, wie man vorangeht. Es ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Einziger Kritikpunkt von mir jetzt noch. Ich bin jetzt bei ca. 25 Stunden Spielzeit, habe aber sehr viel Nebenquests gemacht. Ich bin bei der Hauptstory noch nicht wirklich weit. Ist, dass die Nebenquests nicht so ausufernd sind wie bei Witcher. Das fand ich bei Witcher irgendwie ein bisschen krasser. Also
dachte man, man macht eigentlich nur mal kurz so eine Nebenquest und daraus ist dann ein Storystrang entstanden, der halt wirklich im Gedächtnis geblieben ist. Ja, der, ich sage nur der Rote Baron von Witcher 3 oder der Werwolf. Das waren halt Storylines, die waren richtig gut. Sowas hatte ich jetzt noch nicht so krass bei Cyberpunk. Ich hatte schon ein paar Nebenquests, die echt cool waren, aber so krass halt eben noch nicht. Wie gesagt, ich bin aber auch bei 25 Stunden. Bei Witcher war ich weit über 200 Stunden. Wir werden sehen, ob da noch was kommt. Was ich halt gehört habe, ist, dass CD Projekt Red mit Cyberpunk noch einiges vorhat. Ja? Also auch DLCs. Irgendwann soll auch ein Multiplayer-Modus kommen. Ich glaube, das ist schon etwas, was sie noch sehr viel weiter ausbauen werden. Und die Grundlage, die sie jetzt schon geschaffen haben, ist wirklich extrem gut. Sogar das Rumcruisen im Auto bockt sich einfach. Sogar das Fahrgefühl ist gut gemacht. Also alles, was ich bisher in diesem Spiel erlebt habe, war wirklich sehr, sehr gut und optisch halt einfach überragend. Warum bekommt so ein Game jetzt so einen heftigen Shitstorm? Die Antwort ist ganz einfach, es funktioniert nicht. Also was ich jetzt gehört habe, ist es auf Konsolen anscheinend wirklich unspielbar. Du kannst es nicht zocken, es hängt sich auf, es ist verbuggt, die Grafik muss grottenschlecht sein. Ich habe es bisher nicht auf einer Konsole gesehen, bis auf YouTube habe ich mir ein bisschen was angeschaut und wenn es so wie auf YouTube auch wirklich in echt aussieht auf Konsolen, dann ouch. Und ich denke, dass CD Projekt hier einen richtig, richtig großen Fehler gemacht hat. Das Spiel hätte für den PC released werden müssen und später dann für PS5. Und Xbox Series X. Beziehungsweise hätte es auf allen Plattformen eigentlich gleichzeitig kommen sollen. Aber es jetzt auf PC zu releasen und in unterster Qualität absolut nicht optimiert auf den Last-Gen-Konsolen, war meines Erachtens nach ein Riesenfehler. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass nicht darüber geredet wird, wie geil das grafisch aussieht, wie geil diese Story ist, wie geil dieses Spielgefühl ist. Nein, es wird nur darüber geredet, wie schlecht es auf Konsolen aussieht. Auch da spalten sich die Lager. Die einen sagen, ja, eure Konsole ist 7 Jahre alt, das kann halt nicht besser ausschauen. Und da gebe ich denen auch recht. Aber es kam für diese Konsolen raus und dann hat es auch zu funktionieren, ganz einfach. Hätte man es jetzt auf den alten Konsolen rausgebracht und auf den neuen Konsolen und auf den alten Konsolen hätte es schlecht ausgeschaut, dann hätte man sagen können, ja Leute, es gibt es auch für die PS5 und für den PC, dann holt es euch da. Aber die Konsolenspieler haben ja jetzt nicht einmal die Möglichkeit, es für die neue Konsole zu spielen. Ja, war ein Riesenfehler. CD Projekt Red stand immens unter Druck. Sie wurden ja, anscheinend haben sie sogar Morddrohungen erhalten, dass sie dieses Spiel jetzt endlich rausbringen sollen. Dann bringen sie es raus. Und es ist halt nicht so, wie man erwartet hat. Und jetzt kriegen sie Morddrohungen, weil es halt auf der Xbox nicht läuft, das Spiel. Also es ist völlig verrückt. Aber was mir halt auffällt, ist, dass wirklich niemand darüber redet, wie gut es ist, wenn es funktioniert. Also ich kann ja nicht der Einzige sein, der einen guten PC hat, auf dem das Spiel gut läuft, oder? Das müssen doch viele sein. Aber ich höre niemanden darüber reden, wie gut das Spiel ist. Außer jetzt in meinem Freundeskreis. Ja, da gibt es schon ein paar Leute, die wohl gesagt haben, das Spiel ist wirklich überragend. Das liegt zum einen bestimmt daran, dass dieser Hype so gigantisch war. Da haben sich auch Leute mitreißen lassen, die mit diesem Genre gar nichts anfangen können. Wir müssen uns schon vor Augen halten, wir reden hier von einem Rollenspiel. Das ist kein Rage oder Borderlands, es ist ein Rollenspiel. Es geht in erster Linie um die Story und die ist wirklich gut. Habe jetzt auch schon von Leuten gehört, ja, das ist irgendwie so langweilig, das ist so träge, da wird so viel gelabert. Da wird nicht gelabert, da wird denen eine geile Story erzählt. Ich meine, wenn die Leute was anderes erwartet haben, ist das denen ihr Problem. Es gibt jetzt schon Leute, die wohl sagen, das ist das schlechteste Spiel aller Zeiten. Leute, auch wenn es vielleicht auf 7 Jahre alten Konsolen nicht läuft, zu behaupten, dass das schlechteste Spiel aller Zeiten ist, ist halt einfach geisteskrank. Das kann mir keiner erzählen. Wenn man das Genre nicht mag, wenn man mit Rollenspiel oder Story etc. nichts anfangen kann, dann spielt das Spiel nicht. Da kann doch der Entwickler nichts dafür. Ich persönlich kann überhaupt nichts mit Fußballspielen anfangen. Ich zocke kein FIFA. Es wäre doch affig, dass ich mir das neue FIFA hole und sage, boah, das schlechteste Spiel ever. Nein, FIFA ist für Leute, die gern Fußball spielen, bestimmt ein richtig cooles Spiel. Ich kann damit nichts anfangen. Das war das eine Problem. Das andere Problem war, dass jetzt an jedem Drecksbug rumgejammert und rumgenörgelt wird. Es mag ja sein, dass es auf der Konsole wirklich nicht spielbar ist. Das möchte ich überhaupt nicht abstreiten. Wie gesagt, ich habe es nicht gesehen. Wenn die Leute das behaupten, wird es stimmen. Ich glaube das schon. Aber wenn ich am PC, ja, wo dieses Spiel halt, wie gesagt, wirklich überragend aussieht, mein Auto auf einmal so einmal in 2 Stunden
einen Meter nach links glitscht und ich an der Ampel hängen bleibe. Mein Gott. So, sofort Bildschirmaufnahme, Twitter. Oh mein Gott, CD Projekt Red hat's komplett vergeigt. Leute, bitte. Es ist ein gigantisches, riesiges Open-World-Game. Natürlich gibt's Grafikfehler. Das ist doch völlig normal. Jedes große Open-World-Game hat Probleme am Anfang, die nach und nach behoben werden. Und da ist CD Projekt Red wirklich vertrauenswürdig, was das Ganze angeht. Also ich bin mir sicher, da wird jetzt gerade unter Hochdruck dran gearbeitet, die letzten Bugs zu beseitigen. Anders als zum Beispiel in Fallout, Leute. Da wurde der Drecks Ingame-Shop noch eingeführt, bevor die ganzen Bugs behoben wurden. Das ist assi, Leute. In so einer Zeit, wo man ein Spiel aufmacht und das Erste, was einem entgegenploppt, ist der Ingame-Shop, bringt CD Projekt Red das heiß ersehnteste Spiel des letzten Jahrzehnts raus und du kannst gar nichts kaufen in-game. Es gibt keinen Ingame-Shop. Vielleicht kommt er noch, irgendwann, mag sein, aber für mich persönlich spricht es halt einfach für Cyberpunk. Allein, dass alle Dialoge übersetzt sind, synchronisiert wurden, die ganzen kleinen Details in der Stadt, da steckt Liebe in dem Game. Die wollten nicht nur Geld kassieren, die wollten ein wirklich gutes Game abliefern. Dass es jetzt auf den Last-Gen-Konsolen so gefloppt ist, ist bitter. Ich kann verstehen, dass die Leute angefressen und deprimiert sind, wäre ich auch. Ja, ich meine, auch ein Xbox One-Spieler wartet schon so lange wie ich auf dieses Game und dann kommt es endlich raus und läuft nicht. Das ist ärgerlich. Ich kann euch nur empfehlen, lasst es bleiben, gebt es zurück, holt euch euer Geld. Sobald es das Spiel für die neue Konsolengeneration gibt, holt es euch dann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auf PS5 und der neuen Xbox auch richtig gut aussehen wird, auch mit Raytracing und allem drum und dran. Ja, das wollte ich einfach nur sagen. Also die Leute, die wohl sagen, das ist das schlechteste Spiel, was sie je gesehen hat, Leute, sucht euch Hilfe, seid mir nicht böse. Ja Leute, so viel dazu, ein kurzes Statement von mir zu Cyberpunk, weil halt viele Leute danach gefragt haben, wie ich es finde. Ich werde noch mehr zu Cyberpunk machen, ist momentan natürlich das, was ich mit Abstand am meisten zocke. Ich möchte euch vielleicht den Fotomodus, den ich auch absolut überragend finde, vielleicht ein bisschen näher bringen, euch hier und da ein bisschen was zeigen, vielleicht gucken wir uns ein paar Easter Eggs an in der Stadt. Also ich hätte Bock, ein bisschen mehr Videos zu Cyberpunk zu machen. Wenn ihr da auch Bock drauf habt, dann schreibt mir gerne unten in die Kommentare. Ihr könnt das Video auch liken, wenn es euch gefallen hat. Ich würde mich sehr darüber freuen. Solltet ihr noch mehr solcher Videos sehen wollen, dann könnt ihr den Kanal auch gerne abonnieren, die Glocke aktivieren. Ich danke euch allen für den mega Support und wir sehen uns beim nächsten Video.